Gut. Ich lasse das mal da rüber. Bestimmt auch Ammo. Oder auch nichts. Oder auch nichts. Daniels liebste Part. Springen. Yee, help? Yee, habe ich gesagt. So, Mensch, Tommy, hör doch mal zu. Sag mal. Ja, auf dem Schwierigkeitsgrad braucht man's. Look. Ich sehe nichts. Was müssen wir jetzt machen? Pass auf. Machen wir es spannend, nehmen wir noch die Mitte als letztes. In der Entfernung sehe ich jetzt hier nichts weiter, was mich interessieren könnte. Nee. Ein Außenstehender, den Typen da sehen würde, der denkt, der hat einen vollen Schaden. So, behold the mighty Time Portal. Oh, wie schön. Wollen wir schwimmen gehen? Ja. Oh, schwimmen ist schön. So, und jetzt sind wir hier im Mittelalter. Schnee. Und die sind nicht freundlich. Doch, schau. Stimmt, die sind wirklich nicht freundlich. Oh, die halten aber einiges aus, du. Ein Schuss ins Herz. Das war's. Als blödestes kommen, wie gesagt, auch die Bogenschützen. Das ist ziemlich bescheuert. Ich meine, solange keine Hauler kommen, oder wie hast du sie genannt? Knuffelviecher ist mir das relativ schnuffel. Hat jetzt klar gesagt, oh fuck. Oh fuck. Knuffel! Tea time! Ja, da oben ist einer. Hä? Ja. Ein Borgenschütze. Ein Borgenschütze. Aha. Das schaut interessant aus. Ui. Wie perfekt du um ihn rumschießt, das ist echt gut. Bless me, Father, for I have sinned. Okay. Okay, also die Sense, die wir besorgen müssen, ist eigentlich eine ziemlich böse magische Waffe, die anscheinend für das ganze Problemchen, das die haben, verantwortlich ist. Und die versuchen das Teil auch irgendwie kaputt zu machen. Und gefunden wurde das. To arms! Wir holen noch. Haben sie die Skype übrigens. Au, das war aber ganz schön im Vorhalt. Bei den Standing Stones, wo auch der andere, der Jeremiah, sollte vielleicht nicht treten, während ich schieße, wo auch der Jeremiah mit seinen Geschwistern praktisch böse schwarze Rituale vollzogen hat. Geraped. Rape. 120 Tage von Sodom. 120 Tage Rape. Vom Marquis de Sade. Grüß Gott! Okay. Ja, ich hab's ja kapiert! Führen die Selbstgespräche? Ah, nee. Der hat Schatten geworfen. Wow, ich bin beeindruckt. Wie die mal rumzappeln, bevor sie sterben. Convulsing. Wow. Ah, die Stelle kennen wir doch. Da war eigentlich mal eine Tür, oder? Das weiß ich nicht. Da haben wir Barbie Girl gesungen.
Oh mein Gott, ja. Won't budge. War da Munition? Das würde mich. Okay, nee, das würde mich wundern. Wir sind ja hier im Mittelalter. Stimmt, was mache ich denn eigentlich wegen Munition? Du steckst der Armbrustbolzen in deinen Revolver. Na, sag mal. Und die halten immer so viel aus. Wobei Bogenschützen eigentlich normalerweise weniger Leben haben. Oh, den erwische ich. Den hole ich mir. Aber nicht so. Nicht was denn? Health Pack? Ja. Ne, aber da drüben steht einer. Stimmt. Der auf mich schießen wollte. Ah! Der möchte dich umarmen. Ja, super, Daniel. Vom Gesicht rumwiedeln, ja? Dadurch verreckt. Das ist toll. Loading! So, auf geht's in die Monastery. Loading. Ladezeit. Fröhliche Zeit. La 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 la. Irgendwie gefällt's mir bei den LPs immer zu singen. Das ist voll ja, toll. Ich merk's. Ja, das Sing ich glaube, das hat man schon mal. Das nimmt irgendwie so ein bisschen die Spannung für mich weg, ja. Also die Anspannung, nicht die Spannung des Spiels selbst, sondern die Anspannung des Spiels. Wink ihm mal her, dass er dich sieht. Hallo! Hier ist er. Das ist voll der schwule Winker. Oh. Er kommt doch her. Ich hab hier was Großes, Schönes für dich. Schon. Okay, Montag. Und jetzt alle. Replace Window in Church Tower. Hat es wohl schon mal jemand kaputt gemacht, hä? Und am Sonntag wird geruht. Okay, Montag. Also wir dürfen morgen keine LP machen. So. Ich will wissen, was da drin ist. Stop. Ich will wissen, was da drin ist. Jam. Aber hier. Won't budge. Hi. Schaut aus wie ein Elf. Wie ist das, wie sie so rumzappelt. Voll. Ja, wie sie es durchschüttelt. Ne? Cool. Voll singen. Bla. Ich meine, solange nur die kommen, ist mir das alles total schnurz, weil mein Ektoplasma ist schon stark genug, um diese Nahkampfviecher. Oh mein Gott! Hier lebt ein Arzt. Scheinbar. Das, Daniel, ist ein Buch. Nein, das ist Goethes Faust. In welchem Jahrhundert sind wir? Egal. Ich glaube, es ist noch ein bisschen vor Goethe. Weil die gerade so schlagen, kennst du auf YouTube mal eine Zeit lang ziemlich so ein Internet-Meme gewesen. Der Typ, der wohl den Star Wars nachgemacht hat mit seinem Besen, ja. An den erinnert mich irgendwie so ein bisschen. Ah, ich glaube, da gibt es auch welche, die zaubern können. So Meitsch! Oh, das ist so verwirrend, ich weiß immer nicht, wo man hier lang muss. Scheiße, jetzt muss ich auch an dich denken. Hat jetzt gerade One More Minute gesagt? I come in One More Minute. Ja. Eine Minute noch, ja! Das ist ein jämmerlicher Brunnen. Ich will alles haben, was da liegt. Nein, ich will alles nicht haben. Ah, weg damit. Kreuze, Daniel! Büße für deine Sünden. Das ist das eiserne Kreuz? Das Verdienstkreuz? Also wenn dir sowas an die Brust geheftet wird, glaube ich, haust du dich auch um, ey. Das wird mit einem Nagel angeschlagen, ja. Aber mit einem richtigen langen Nagel. Ja, traditionell ans Kreuz. Was? Nein. Was? Das ist schon egal. Ja, ich hab's schon verstanden. Ist hier noch eins? Achso, das war die Tür. Aber ich glaube, da kommen immer noch Hauler irgendwann. Ich bin mir aber nicht mal sicher. Ach, das haben wir durch den Boden durchgekracht, wo ich mich so fett erschrocken hab. Ah, okay. Das war hier. Das war ganz schön zusammengefallen, du. Oh Gott. War ich hier überhaupt schon? Bin ich von da gekommen? Wenn da Gegner kommen, nein, dann war nein. Oben, da war... Nein. Das... Keine Ahnung, was das ist.
Oh, ja, aber unten ging es auch weiter oder raus. Oh, das ist so verwirrend, das hat mich schon mal angecast. Da liegt auf jeden Fall ein Health Pack. Ja, und da oben muss ich rein, da wohnt der Abby, der Abbot, der Chef. Ich hab Munition gefunden. Was? You picked up Shotgun Shells? Wir sind im 13. Jahrhundert oder sowas. Hallo? Ey, so macht mir das Spiel wieder Spaß, so kürzt sich das. Was? Oh, nee. Who's there? I am there. Molotov Cocktails. Na genau. Ich hab Full Health Packs. Sei froh. Dann hab ich Helden dir aus. I come on, Father. Oder so, ich habe jetzt I come on fire verstanden. I come, Father. Oh, leck. Wizard, Daniel. Oh, ich hab doch nicht Full Health. Okay. Hab ich schon erwähnt, dass unsere Let's Plays nichts für Hardcore-Christen sind? Jetzt hast du es wenigstens erwähnt. Nee, ich schau nochmal in die andere Richtung. Why? Weil ich hier schon war. Dann ergibt's Sinn. Ich will die Sense. Oh, die Sense ist so geil. Dann machen mir die kleinen Hauler nichts mehr. Okay, es sei denn, sie springen und erwischen mich, aber das ist mir gar nicht Sachen. Das ist so Hammer mit der Sense. Kriegt der Daniel so einen Bumm. Ah. Reißt seine Hose wieder. Zu gütig, Tommy, zu gütig. Arcane Wool. Wie hat sich das angehört? Klospülung? Okay. Strange Tattoos. Ah! Ich habe jetzt mehr Mana. Anscheinend. Praktisch. Oder es wird schneller gedingst. Ausgeladen? Aber ich habe doch neu. Das war doch ein neuer Zauber, den ich gelernt habe. Dann verstehe ich den Text jetzt nicht ganz. Weil derzeit eigentlich nur, dass diese Tattoos ihn an diesen Transi-Schaman erinnern und dass ich jetzt die ganzen. Mana in mich reinziehen kann. Ja, sei doch froh. Du hast einfach mehr Mana, sei zufrieden. Ich hab einen neuen Zauber, nein, ich hab keinen neuen Zauber. Ich glaube, es regeneriert sich einfach schneller. Ja. Oder wenn ich Gegner kill, glaube ich, kriege ich dann Energie. Das sieht nicht aus, als ob der sich schneller auflädt. Oh mein Gott! Einmal stand ja da, replace window in church tower, ne? Ja, da muss ich am Ende, glaube ich, einfach nur durchspringen. Ich sag doch, unter Treppen findet man immer was. Ah, da kriegst du einen Drehwurm. Dieses Spiel konvertiert mich jetzt zum Christentum. Ich finde das voll schön. Okay, Tommy, du musst ab jetzt immer schön vor dem Abend gehen. Vor dem Abend gehen, ja? Au! Ich werde jetzt immer vor dem Abendessen beten. Ah, das war der Abbot. Der hat einen coolen Zauber gehabt. Die habe ich später auch! Oh, das fällt mir gerade ein. Später gibt es so einen geilen Zauber, da kann ich praktisch Raketen schießen. Und das Besondere dabei ist, das sind Totenköpfe, die ich aus dem Boden rausziehe. Ich halte so meine Hand vorne vor mich her, ja? Und dann reiße ich aus dem Boden Totenköpfe raus, bis zu 3 Stück. Und die schieße ich dann auf den Gegner und die explodieren. Das ist so geil. Oh, ich will diesen Zauber. Ist das sowas wie schwebender Schädel von D&D? Kann sein. Das schaut halt total geil aus und die machen auch so ein cooles Geräusch, wenn ich die abschieße. Keine Shisha mehr für dich, Daniel. Oh. So. Ja, warum nicht? Okay, so. Ich speichere auch mal wieder normal. Oh ja, schon lange her. Okay. Da oben ist auch einer, den ich brauche. Ist mein Fadenkreuz nicht gerade in grün geworden? Egal. Ich habe das Gefühl, da drin ist noch viel mehr, das ich eigentlich... Was machen die? Die hauen ja nicht einmal zu. Schau mal her. Voll der Assi irgendwie. Wir haben alle voll die Epileptischen, du.
Genau, da will ich nämlich hin. Was ist denn das? Das schaut pervers aus. Der hat eine rote Unterhose an. Das ist so pervers, der hat eine rote Unterhose an. Ja, ja, das ist sehr pervers. Aber ich finde, das passt nicht so ganz in ein Kloster, oder? Nicht wirklich. Ah, ich glaube, jetzt, wenn ich da oben bin, unterbreche ich irgendwie so ein Bannungsritual oder irgendwas und dann kommen auch die Howler in die Welt. Habe ich das Gefühl. Ich bin mir jetzt aber auch nicht mehr sicher. Mein Gott, haben die monotone Glasbilder. Assi. Ich glaube, mir ist das Look. Nee. Okay. Egal. Da liegt jedenfalls ein Schlüssel. Ja. Zumindest schaut es aus wie ein Schlüssel. Der Schlüssel ist genauso breit wie das Bett. Herein. Wow, okay. Wir müssen da trotzdem raus, ne? Ja, klar. Dass der mich trifft, glaube ich, ist sehr unwahrscheinlich. Verschrei es nicht, ich kenne... Ah, es ist 10:30, wir spielen Gilde, oder? Das war der Gong, es ist gleich das Jahr zu Ende. Hat auch jeder schön brav seine AP ausgegeben. Autsch, okay, ich nehme mal schon alles zurück. Hast du dich auch für ein Amt beworben, Daniel? Ja, ich werde jetzt Kerkermeister. Juhu! Oh, ich glaube, die meisten wissen gerade überhaupt nicht, von was wir reden. Ich will da hoch. Das Spiel ist die Gilde. Kennt wahrscheinlich nicht jeder von euch. Das ist eine Wirtschaftssimulation von, ich glaube, 2001 um den Dreh. Von den Machern von Gothic. Nee, das ist nur vertrieben von den ja. Machern von Gothic. Vertrieben von den Machern. Vertrieben von Yowood. Jowood, ja. Oder Jowood. Gemacht worden ist es von Forehead Studios und ich glaube, die sind jetzt mittlerweile Cranberry Studios, genau, die keinen Schwanz kennt. Stimmt, ich kenne sie auch nicht. Aber das ist ja gar nichts Neues. Die hätten mir ja fast den Quellcode zur Gilde gegeben. Nur fast. Fast. Der verschießt dabei mal freudig seine Bolzen. Mal freundlich zuwinken. Oh, hallo und tschüss. Ich will mich da rein. Aber ich glaube, dazu brauche ich einen. Du hast doch einen Schlüssel. Ich brauche erstmal eine Tür. Sag mal, sind das die Schildbürger oder sowas? Das ist die Ja. Ich gucke jetzt nochmal hier durch, weil ich glaube, ich habe hier noch einiges vergessen. Zumindest hier drin. Oder hier draußen, je nachdem. Oder dort oder hier oder überall. Nee, da ging es auf jeden Fall nochmal da normal raus, genau. Es wird sehen, als ob dort was hochgeflossen ist. Oder leer geworden ist. Der Brunnen? So, wir haben jetzt den Brunnen hier leer gemacht. Was uns, glaube ich, erstmal so gut wie gar nichts bringt. Sehr gut gemacht, Daniel. Wow, ich bin so stolz auf mich. So, hier war ich aber auch schon mal. Hier geht's auch da raus. Das ist genau da, wo ich gerade eben war. Also okay. Weiter geht's. Okay. Ich glaube, du hast hier nichts verpasst. War ich hier schon? Ja. Don't budge. Sicher? Okay. Man hat hier keine Luftkontrolle, das ist schade, sonst könnte ich da voll elegant hoch und runter springen. Wollte ich Tanz machen hier? Ja. Ah, meine Haare verabschieden. So. Was genau, wo genau ging's denn dahin? Weil ich glaube, da bin ich noch nicht raus durch die Tür. Ah ja, okay. Weißt du, ich glaube, das ist... Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Ich weiß es eben noch nicht. Aber noch nicht? Noch nicht. Wäre ich auch schon. Machen wir das einfach beim nächsten Mal weiter. Wir haben wieder fast eine Stunde und dann können wir das nächste Mal nämlich... Was? Ja, Stunde spielen? Fast, ja. Krass. Und... Oh ja, ich sehe es. Dann können wir nämlich das nächste Mal Skype haben. Also wir holen uns dann praktisch die Sense. Plus wir machen den ersten Endgegner.
Okay. Alles klar, okay, ihr habt's gehört. Dann machen wir das nächste Mal weiter und suchen die Scythe. Und ich glaube, ich mache jetzt auch gleich anschließend mal schnell mein Crusader, die vierte Mission, fertig. Damit das endlich mal durch ist. Dauert okay. Vielleicht nur noch 10 Minuten oder so. Also dann, Leute. Okay. Wir verabschieden uns jetzt mal und kuscheln uns ein wenig in beide. Shisha. In meine Shisha. In meine Shisha. Oh, jetzt, das ist schön eng. Oh, aber jetzt hört mir auf. Jetzt drücke ich also auf F9 und dann beenden wir. Grüße und Küsse. Ciao, ciao, tschüss. Bussi.